Bundesstaaten in den USA, in denen Ehebruch illegal ist, ein rechtliches und moralisches Dilemma. Wenn man an die Heiligkeit der Ehe denkt, gibt es nur wenige Dinge, die so zerstörerisch sind wie Untreue. Doch es ist überraschend, dass im 21. Jahrhundert in einigen Bundesstaaten der USA Ehebruch nicht nur ein moralisches, sondern auch ein rechtliches Problem darstellt. In einer Welt, in der persönliche Freiheit hochgeschätzt wird, mag es unangebracht erscheinen, dass Ehebruch rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Doch für viele Bundesstaaten spiegelt das Gesetz immer noch jahrhundertealte Überzeugungen über Ehe und Treue wider. Ehebruch, definiert als freiwilliger Geschlechtsverkehr zwischen einer verheirateten Person und jemandem, der nicht ihr Ehepartner ist, bleibt in mehreren US-Bundesstaaten illegal. Obwohl die Durchsetzung dieser Gesetze selten ist, haben sie erhebliche Auswirkungen, insbesondere in Scheidungsfällen, in denen Ehebruch den Unterhalt, das Sorgerecht und die Vermögensaufteilung beeinflussen kann. In Bundesstaaten wie New York, Massachusetts und Michigan wird Ehebruch als Straftat eingestuft. Auch wenn diese Gesetze selten durchgesetzt werden, zeigen sie deutlich, wie ernst diese Bundesstaaten die eheliche Treue nehmen. In Michigan gilt Ehebruch beispielsweise als Verbrechen, das mit einer Geldstrafe und sogar einer Haftstrafe geahndet werden kann. Diese harte Haltung mag drakonisch erscheinen, aber sie unterstreicht ein Rechtssystem, das weiterhin traditionelle Werte hochhält. Auch andere Bundesstaaten, wie Virginia und Maryland, halten Gesetze gegen Ehebruch aufrecht, wenn auch mit geringeren Strafen. In Virginia ist Ehebruch ein Vergehen der Klasse 4, was weniger schwerwiegend erscheinen mag, aber immer noch mit einer hohen Geldstrafe geahndet werden kann und in Scheidungsverfahren als Druckmittel eingesetzt werden kann. Ähnlich kann in Maryland Ehebruch als Scheidungsgrund angeführt werden und die Entscheidung des Gerichts bei der Vermögensaufteilung und der Zuerkennung von Unterhaltszahlungen beeinflussen. Die Existenz dieser Gesetze wirft wichtige Fragen auf: Sollten persönliche Beziehungen rechtlich überwacht werden? Sind diese Gesetze eine notwendige Abschreckung oder spiegeln sie lediglich veraltete gesellschaftliche Normen wider? Für Paare, insbesondere für diejenigen, die sich den schwierigen Herausforderungen einer Scheidung stellen, ist es entscheidend, die rechtliche Lage zu verstehen. Ehebruchsgesetze, selbst wenn sie nicht aktiv durchgesetzt werden, können den Ausgang eines Scheidungsverfahrens erheblich beeinflussen und die Waage zugunsten der betrogenen Partei kippen. Wenn Sie sich den emotionalen und rechtlichen Herausforderungen des Ehebruchs stellen müssen, ist es wichtig, sich von einem qualifizierten Anwalt beraten zu lassen, der die Feinheiten dieser Gesetze versteht. Ob diese Gesetze der Gerechtigkeit dienen oder veraltete Ideale aufrechterhalten, sie bleiben Teil des rechtlichen Rahmens in mehreren Bundesstaaten, und ihre Konsequenzen sollten nicht unterschätzt werden. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie diese Gesetze Ihre Beziehung oder Ihre Einstellung zur Ehe beeinflussen könnten? Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren unten.